Mitte August hatte sich Ministerin Julia Klöckner zu einem Besuch bei den Fischern in Freest angemeldet. Ihr Anliegen war ein reger Austausch mit den Fischern im Hafen von Freest über deren Sorgen, Nöte und Zukunftsaussichten. Im Ergebnis des Gespräches äußerte sie sich sehr besorgt. Also was ich hier mitnehme, ist eine große Sorge und Bedrücktheit, denn die Fischer müssen von ihrer Arbeit leben können. Und es gibt mehrere Stellschrauben, die ihnen das schwierig machen. Und die Fangquoten, die meist gerade bei Dorsch und Hering nach unten korrigiert werden, machen es unglaublich schwierig, noch wirtschaftlich rentabel zu sein. Beim Treffen sprachen die Fischer über die Einflüsse, denen sie sich jeden Tag ausgesetzt sehen. Ob es sich dabei um die ständig wachsende Population der Robben handelt, um die immer größer werdenden Bestände an Kormoranen oder den nicht zu unterschätzenden Einfluss des Klimawandels. Unterstützung benötigen die Fischer nicht nur auf Landes- und Bundesebene, sondern auch aus Europa. Wir wollen ja nicht eine museale Landschaft sehen, sondern wir wollen einen vitalen Berufsstand auch haben. Und es wird in allen Berufsständen gibt es mal Auf und Abs. Und da halte ich es auch für richtig, dass wir auch mit Programmen helfen, vielleicht über ein Tal drüber zu kommen, eine Brücke zu bauen. Aber am Ende muss sich so etwas rechnen. Und wir müssen uns auch auf europäischer Ebene, und ganz klar schaue ich den Kommissar an, den zuständigen Fischereikommissar, um ihm ganz klar auch zu sagen, ist es schön, dass er die Fische schützt, das wollen wir auch. Aber es gibt auch Berufsstände, die wir schützen müssen. Und wir müssen auch sehen, dass die Fischbestände sich auch verändern aufgrund des Klimawandels. Also wir sehen auch, dass Laichzeiten andere geworden sind. Wir sehen, dass das Wasser, die Temperatur sich auch ändert. Und leider gibt es einige NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, die das alles den Fischern in die Schuhe schieben, dass sie sich nicht an Regeln halten würden, dass sie überfischen würden. Das ist mitnichten der Fall. Die Fischer an den Küsten unseres Landes gehören zum Bild in den Gemeinden und in den Häfen. Und oder gerade für den Tourismus stellen sie ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal in Mecklenburg-Vorpommern dar. Ich komme gern hierher und wenn man sich die See anschaut, wenn man hier auch spüren will, was die Region ausmacht, dann gehören die Fischer schlichtweg dazu. Also alles andere kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Die Fischer aus Freest hegen die Hoffnung, dass ihre Stimme nun bei allen wichtigen Stellen gehört wird und dass der Berufsstand der Küstenfischer durch gemeinsame Anstrengungen erhalten werden kann.